Ja, hallo liebe Leute, Nerd TV, Nerd Talk, eine neue Ausgabe direkt von der FedCon Bonn und bei mir jetzt, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, eine Legende, Robert Vogel bei mir am Tisch. Hallo Robert. hallo. Jetzt übertreib nicht. Ja, man stellt sich eben sonst in den Scheffel, aber du bist natürlich in der Szene, bist du auf jeden Fall eine Legende, oder wie siehst du das? Ach, ich bin halt schon verdammt lange dabei, ja, 46 Jahre jetzt. 46 Jahre. Mit was hat es angefangen? Ja, also ich wurde 1973 zum ersten Mal aktiv im Peri-Rodan-Fandom. Damals hat man noch Adressen von Freunden auf der Leserkontaktseite gefunden. Und man war ja eigentlich auch zu der damaligen Zeit als Fan isoliert irgendwo von der ganzen Menge. So Conventions gab es in der Form, wie sie heute gibt, noch längst nicht. Und da war man froh, wenn man irgendwo, und sei es eben auch per Briefkontakt, noch andere Nerds gefunden hat. Und da hat man dann aber gemerkt, da gibt es eine Fanbase. Irgendwo zu Hause sitzen da die Einzelnen rum und haben sich dann zu einer Gemeinschaft. Ja, auch, ich meine, was man natürlich sagen muss, so Anfang 70er Jahre, da hatte in Deutschland jedes kleine Ort seinen Peri-Rodan-Club, der zumeist aus, naja, 2 bis 5, 13 bis 15-Jährigen bestand. Aber so in dem Maße, wie es das heute gibt, nee, hat noch keiner dran gedacht. Ja, wir bleiben noch kurz in der alten Zeit. Also ich denke, Peri-Rodan ist für Deutschland wahrscheinlich was Unvergleichliches. Ähnlich vielleicht wie im Fernsehen die Raumpatrouille. Oder wie kann man das beschreiben? Ja, also Raumpatrouille und Peri-Rodan sind eigentlich die beiden, naja, einzig deutschen Science-Fiction-Phänomene. Peri-Rodan gibt es ja immer noch, das ist vor kurzem Band 3000 erschienen. Und Raumpatrouille, ja gut, es gab nie was Besseres. Jetzt bist du seit diesem Zeitpunkt in der Szene, aber du hast natürlich bis heute auch alles gemacht. Also du bist Autor, du bist Redaktor, du warst an Filmsets dabei. Du hast, glaube ich, jede Facette, was auch hier an der FedCon sich immer widerspiegelt in allen Themen, die wir haben, irgendwie selber schon miterlebt. Ja, natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich habe früher alles gelesen, was es gab, aber durch die Menge, was dann ab den 80ern publiziert wurde, da kam ich einfach nicht mehr nach. Wo soll man denn die Zeit hernehmen? Das merkt man heute auch bei den vielen fantastischen Serien. Da bekommt man auch die Zeit nicht mitgeliefert. Und da habe ich dann irgendwann mal entschlossen, ich spezialisiere mich auf Fernsehserien und Filme und versuche, soweit es die Zeit halt noch möglich macht, noch Raumfahrt, Astronomie, naja, und in die europäische Raumfahrt, da bin ich eigentlich so jetzt so die 15 letzten Jahre so langsam reingerutscht und sie haben mich immer noch nicht rausgeworfen. Also ich sehe, hier steht ja auch, ach nee, da steht nicht die ESA, ich dachte eben, da steht ESA, nee, da steht ja, also ich hatte, das war für mich eine ganz große Ehre, vor ein paar Jahren durfte ich als Externer den ESOC Science Fiction Club mitgründen, also ESOC ist das Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt und das war eine riesengroße Nummer für mich als Außenstehender. Und ich habe immer gesagt, ich bin der Nerd-Reporter und da haben sich dann, eine ganz lange Story ganz kurz zu machen, als sie gemerkt haben, dass ich immer wieder kam, da kamen dann Leute, ach ja, ich bin auch Peri-Rodan oder Star Trek-Fan, aber weil es könnte ja dem Ruf schaden als Wissenschaftler oder Ingenieur. Ich sage dann immer, nehmt euch doch mal ein Beispiel an den Amerikanern, da ist jeder Astronaut stolz drauf zu sagen, dass er durch Star Trek, Star Wars oder was auch immer in der Science Fiction inspiriert wurde. Und da bin ich noch am Arbeiten. Absolut, aber trotzdem, es hat sich auch schon ein bisschen geändert. Außer das Nerd-Sein oder auch der Fan von Science Fiction-Serien ist jetzt nicht mehr der ganz große Exotiker wie auch schon. Ist es nicht mehr, aber man kann da noch sehr viel machen und die Tatsache, dass jetzt in den letzten Jahren Astronauten oder einige Leute hier von der Europäischen Weltraumbehörde zu einer fantastischen Veranstaltung gehen, da war ich so ein bisschen auch mit beteiligt. Ja, das glaube ich. Da ist man dann auch stolz drauf, dass das jetzt von selbst auch läuft. Robert Vogel hat ja immer so das Ding, dass er Sachen so erzählt, dass wenn es so by the way passiert, dabei warst du bei den großen Nummern dabei. Du hast zum Beispiel auch ganz viele Filmsets, ganz viele Sets von Serien besuchen können, was nicht jeder kann und auch nicht jeder Journalist kann. Ja, das ist so, muss ich ganz klar sagen. Ich war als junger Nerd, habe ich zu Hause gesessen, habe gelesen, aber die Welt kommt nicht rein und nimmt dich mit. Du musst rausgehen, du musst auch Risiken eingehen. Bei mir hat auch nicht alles geklappt, aber es war immer entscheidend, ich sage das auch jedem. Wenn eine Situation kommt, von der du annimmst, die ist einmalig, dann musst du genau in diesem Moment handeln, sonst ist die Situation weg, kommt vielleicht nie mehr wieder und mehr als Nein
kannst nicht bekommen und da hast du auch nichts verloren. Und mein Glück bei Stargate war, dass ich damals die Amanda Tapping auf einer Convention in London getroffen habe und die Frau ist ja absolut klasse. Da habe ich also gesagt, sag mal, kann man bei euch zu den Dreharbeiten mal kommen? Und sie hat mir halt ein paar Abkürzungen durch die Bürokratie genannt, aber da bin ich auch nur zu einem bestimmten Schritt gekommen. Dann war Feierabend, da dachte ich mir, okay, Pech. Und dann kam mir ein anderer Umstand zu Hilfe, weil ich habe damals im Jahr 2000 eins meiner wenigen Auftragsinterviews gemacht in München. Da habe ich dann den Chef von RTL Plus, Pressechef, getroffen. Und ein paar Monate später rief der bei mir an und sagt, sag mal, Robert, willst du zu den Stargate-Dreharbeiten? Ich sagte, ja, aber ich bin nicht weitergekommen. Woher weißt denn du das? Na, die haben bei uns angerufen, ob wir dich kennen würden. Blanker Zufall. Aber du kannst ja, ja. nicht mit sowas rechnen, aber dann musst du handeln. Und ich habe dann die ganze Stargate-Crew ab, spätestens am zweiten Besuch, habe ich nicht geschmiert, aber ich habe denen bis dann 30 Tafeln Ritter Spartschokolade mitgenommen und das macht kein normaler Journalist. Und na, dann haben die mich halt adoptiert, so, sozusagen. Ja. Wunderbare Geschichte, du siehst die zweite Kamerafrau, das ist Bini, das ist große Stargate-Fan und die kann es kaum fassen, wahrscheinlich, wenn du kurz noch ein paar Sätze dazu verlieren kannst, wie es dann denn war bei diesem Besuch. Ja, also für Binion. Ja, ich sag's, ich gucke dich jetzt mal gerade direkt an. Mal ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, wie die auch nur eine Szene pro Tag drehen konnten. Die haben nur Blödsinn gemacht. Ja? Und vor allen Dingen, ich habe mich noch mal erkundigt und das war wirklich eine große, glückliche Familie. Und jeden, den ich gefragt habe, hat gesagt, naja, unsere Produzenten sind unsere Vorbilder. Die sind als Erste am Set und gehen am Letzten. Und wenn es von oben runter funktioniert, was Besseres könnt ihr haben. Die mussten nie große Überstunden machen, weil das wie eine gut geölte Maschinerie war. Und die hatten Spaß dran. Und das findest du selten. Das ist aber auch was Kanadisches. Weil ich habe dann auch mal gefragt, weil Vancouver ist eine tolle Stadt, auch nicht das Paradies. Die haben gesagt, für unsere amerikanischen Nachbarn ist Business das Allerwichtigste. Für uns ist Business auch wichtig, aber wir wollen unseren Spaß dran haben. Und das merkst du ganz deutlich. Ist denn der Robert Vogelsson auch ein Kumpeltyp, dass der mit allen so zu Schlage kommt und die alle dann die Türen öffnen und sagen, hallo, willkommen? Ich bin einfach nur ich mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich denke, was rüberkommt ist, ich bin Nerd, aber ich habe Ahnung. Und das war beim ersten Setbesuch, weiß ich noch ganz genau, hieß es ja, wen willst du denn interviewen? Da habe ich gesagt, ja gut, klar, Schauspieler, aber auch den ganzen Rest. Hä? Ja. Und am ersten Tag war ich in so einem Großraumbüro, da war das Art Department. Und das Erste, was die gesagt haben, ist, sag mal, willst du zu uns, die Produzenten, die sitzen doch auf der anderen Seite. Nee, ich will zu euch. Und dann bin ich hin, Set-Dekorateure. Und sag mal, wie macht denn ihr das und so? Und da haben die gemerkt, hey, der interessiert sich für uns. Es kommt nie ein Journalist zu uns, außer wenn die halt kompletten Behind-the-Scenes-Bücher schreiben. Gell? Ah ja, darf ich dir das erzählen? Da das ein Großraumbüro war, hat sich das rumgesprochen. Nächste war einer, der hat Dekorationen gemacht und auch Kostüme. Hat mir eine Skizze gezeigt, das war von diesem galaktischen Kopfgeldjäger dargestellt von Sam Jones. Da sagen wir, der sieht doch aus wie Boba Fett. So ein bisschen. Ach, da kennst du dich auch aus. Ja, da hatte ich nicht so viel Budget, musste da reduzieren. Und da hat sich das rumgesprochen. Und am nächsten Tag, wie wir bei den Außendreharbeiten waren, hatte ich den Martin Wood interviewt, den Regisseur. Und ich wusste, der ist ein lustiger Typ. Da sagte ich, sag mal, Martin, kann man bei euch mal durchs Bild laufen? Und die Publizistin, ja, und ist der Martin losgewetzt zu seinen Leuten, hat ein bisschen gestikuliert und der Hannes Gräbner von RTL 2 war da mit dabei. Come on, you are actors now. Und unsere Publizistin hat gesagt, sag mal, du musst dir gestern, seit gestern eine unheimliche Menge Freunde geschaffen haben, das geht normalerweise gar nicht. Wobei die Regelung ist, die müssen 15 Statisten bezahlen. Und der Rest interessiert dann nicht weiter. Gell? Und ja, beim nächsten Mal, da habe ich mir gedacht, musste ich halt revanchieren, bringst Ritter Spartschokolade mit. Und das wurde dann für die nächsten 10 Jahre der Running Gag. Gell? Einmal hatte ich die Post-Production, da war ich mal dort, wie die Dreharbeiten fertig waren, haben sich dann nicht beklagt, haben aber gesagt, hör mal, Robert, wir finden es toll, dass du Ritter Spartschokolade mitbringst, aber bis sich das zu uns rumspricht, ist nichts mehr da. Also nächstes Mal 5 Tafeln für Post-Production. Ne? Also, das war unglaublich und ich sehe die Leute ja immer wieder einzeln als Chemistie-Truppe. Ich hoffe, es gibt mal wieder eine neue Stargate-Serie und das war bei Stargate Atlantis und bei Universe genauso. Ja,
das hoffen wir alle. Nach all den Jahrzehnten macht es aber trotzdem noch Spaß wie am ersten Tag, habe ich so das Gefühl bei dir. Ich war mal in den 80er Jahren in der Situation, wo ich dem Ganzen den Rücken kehren wollte. Kennst du das vielleicht, wenn die Mutter sagt, Bub, mach was aus deinem Leben? Und ja. Ich habe da niemand was gesagt, aber ich habe es sehr ernsthaft überlegt. Und da sind Sachen passiert, wo mir Leute gesagt haben, wir möchten das und das machen. Bist du mit dabei oder so? Und das hat mich dann so weit wieder in die andere Richtung zurückgeschubst. Da habe ich dann gedacht, drauf, du bist, was du bist. Und ich bin mir immer treu geblieben. Das war das Allerwichtigste. Und ich bin jetzt seit 7 Jahren verheiratet. Und meine Frau Martina ist meine beste Unterstützung. Ohne die wird das gar nicht funktionieren. Die ist so mehr im Hintergrund, aber ohne die wird überhaupt nichts laufen. Was willst du mehr? Wunderbares Schlusswort, meine lieben Freunde von NerdTV, Robert Vogel. Wunderbare Geschichte, wenn ihr mal die Chance habt, nach Deutschland zu kommen, an der Convention, FedCon hier oder wo du auch immer sonst, wo trittst du noch auf dieses Jahr sonst? Ist eine ganze Menge, eigentlich jedes zweite Wochenende. Im Süden, ich denke mir, nächstes Jahr die Comic-Con Bodensee werde ich sein. Wir sind im Bayernpark bei diesem Star Wars-lastigen Event. Und ansonsten, wen es interessiert, kann mich einfach bei Facebook kontaktieren. Da gebe ich immer so eine Woche vorher an, wo ich als nächstes bin. Wunderbar, Freunde. Robert Vogel, lasst euch das nicht entgehen. Viele Geschichten, viele Emotionen dahinter immer auch. Und immer so ein bisschen mit einem Schmunzeln in den Mundwinkeln. Das sieht man nicht. Der Mann kommt überall rein. Der Mann hat alles erlebt. Ich kann nicht mehr, Freunde. Das wäre es gewesen heute von NerdTV, also von der FedCon Bonn. Bis dann. Robert, danke dir. Und wir sagen Tschüss. Danke dir. Tschüss.